Sony PlayStation hat seinen lange als Q-Lite bekannten Handheld endlich offiziell vorgestellt und nennt ihn, wie ich finde, sehr umständlich PlayStation Portal Remote Player. Was das Ding genau ist, was es kann und was es vor allem aber auch nicht kann, was es kostet und ob es Cloud Gaming geeignet ist, das alles erfahrt ihr heute hier im neuen Video. Servus! Beginnen wir mit den nackten Fakten. Das Handheld sieht aus wie ein zerteilter PlayStation 5 Controller mit einem größeren Smartphone in der Mitte. Und ja, so kann man wirklich auch einige Funktionen beschreiben, denn es hat die wichtigsten Funktionen des DualSense Controllers, einschließlich der adaptiven Trigger und auch einem haptischen Feedback, sodass er tatsächlich gut in den Händen liegen sollte. Denn der PlayStation 5 Controller ist einfach ein Augenschmaus und ein echter Handschmeichler. Als Bildschirm kommt beim PlayStation Portal Remote Player ein 8 Zoll LCD Bildschirm mit einer Full HD Auflösung und 60 Frames pro Sekunde zum Einsatz. Auch wenn Sony hier von einem hochauflösenden visuellen Erlebnis spricht, das können aktuelle Smartphones schon definitiv besser. Das Handheld hat natürlich WLAN und einen 3,5 mm Audioausgang, damit ihr kabelgebundene Kopfhörer anschließen könnt. Zum Ladeport wurde noch nichts gesagt, aber USB-C dürfte gesetzt sein. Akkutechnisch ist wohl momentan die Rede davon, dass es eine ähnliche Nutzungszeit wie ein DualSense-Controller haben soll. Schauen wir mal. Der PlayStation Portal Remote Player soll noch im Laufe dieses Jahres erhältlich sein. Noch sind aber keine Vorbestellungen möglich. Die dürften vermutlich spätestens dann im Oktober live gehen, um das Weihnachtsgeschäft noch ordentlich mitzunehmen. Beim Preis hat mich Sony ein wenig überrascht, gebe ich ganz ehrlich zu. Das Handheld kostet nur 219,99 €. Womit dann aber auch klar ist, warum es halt nur ein Full-HD-Display mit 60 FPS gibt. Wie der Name des Handhelds schon unmissverständlich aufzeigt, ihr könnt mit dem Gerät PlayStation 5 Spiele via Remote Play zocken. Also zum Beispiel, wenn Omi oder Mutti zu Besuch kommen und ihr unbedingt mit bei Kaffee und Kuchen am Tisch sitzen sollt oder ihr mal eine Runde kotieren geht, um nicht kacken zu sagen. Jetzt habe ich es ja doch. Ja, das war's auch schon. Mehr kann das Portal nicht. Ja, wenn ihr nämlich richtig aufgepasst habt bei den Tech-Specs, ist euch sicherlich auch aufgefallen, dass weder zur Display-Helligkeit etwas bekannt ist, aber ich auch nichts zu Bluetooth gesagt habe. Wie das? Wie Tom Warren von The Verge schreibt, hat das Handheld einfach kein Bluetooth. Ich wiederhole nochmal, kein Bluetooth. Ja, wie verbindet ihr dann eure kabellosen Kopfhörer? Nun, Sony ist nicht dumm. Ihr wollt kabellose Headsets nutzen? Ja, hat sich PlayStation was gedacht, was Feines Neues im kommenden Angebot namens Pulse Elite Wireless Headset und Pulse Explorer Wireless Ohrhörer, welche beide über ein proprietäres Protokoll namens PlayStation Link mit dem Portal kommunizieren. Ja, ja, ich weiß, latenzfrei, verlustfrei, Marketingvorteile, bla bla bla. Aber ich kann nur den Kopf schütteln. Es ist reiner Kommerz. Kein Bluetooth, Leute. Ja, und dann kommen wir natürlich auch zum Elefanten im Raum. Das Handheld kann, so wie es scheint, nur im WLAN als Remote Play Endgerät eingesetzt werden. Über mobile Daten geht es nicht, da ja kein 5G-Modem verbaut wurde. Und es funzt auch nur, wenn eure PlayStation 5 an ist. Und es unterstützt kein Cloud Gaming. Also weder nativ über das Handheld an sich, aber auch nicht mal über PlayStation 5. Denn man könnte ja auf die Idee kommen, dass wenn die PlayStation 5 ein Spiel über die Cloud streamt, dass man es dann halt über das Portal Remote spielen kann. Nein, das wurde konkret ausgeschlossen, ist aber vermutlich auch vom Netzwerk her gar nicht so zielführend. Also, das heißt, kein natives Cloud Gaming. Auf einem günstigen Smartphone mit angewachsenen Controllerhälften. Ich kapier's nicht. Warum macht man das? Meine Hoffnung, und vermutlich die auch vieler Interessierter da draußen, ist die Community. Denn auf Basis angeblicher Leaks soll das Handheld ja auf Android-Basis laufen. Das wiederum würde bedeuten, es gäbe durchaus Möglichkeiten, das Handheld, ich nenne es mal, zu erweitern, um es einfach noch vielfältiger und nutzbarer zu gestalten.
irgendein Modder und Tweaker wird sich dem schon sicherlich mal annehmen und dann bin ich gespannt, wozu sich das Ding noch alles eignet. In der Theorie ja schon für Cloud Gaming. Mann, was soll der Mist, Sony? Ein Handheld Ende 2023 auf den Markt bringen, was so beschnitten ist? Womit ich keine neuen Kunden anlogge, sondern nur bereits bestehende PlayStation 5 Besitzer abhole? Remote Play, wirklich? Welches ich ja jetzt eigentlich schon mit meinem in der Tasche befindlichen Smartphone nutzen kann? Was soll das? Wer kauft sich dieses Ding? Natürlich kann man meinen, warte, das kann doch alles noch via Update freigegeben werden. Wer weiß, was wirklich genau verbaut worden ist, vielleicht ist es ja wirklich viel performanter als gedacht. Aber ganz ehrlich, eher würde Sony doch ein zweites Gerät auf den Markt bringen. Und hier, bitte Sony, ich habe da gleich einen super Namensvorschlag für euch. PlayStation Portal Cloud Player. Bitte, danke, Ende. Dieses Video ist eine Produktion der Moodiful People Content Creation. Produziert mit Liebe und Leidenschaft, eigenem Equipment, unabhängig. Für euch aus Dresden in die Welt. Musik von Deichkind und Geek Music. Zwiebel.